This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi, liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Hunderunde hier bei mir im Revier. Ich bin mit Schako unterwegs, ja. Und ich habe, doch muss ich sagen, mich köstlich amüsiert. Ihr wisst, ich habe letztens ein Video gemacht und da habe ich mich wirklich köstlich amüsiert. Meine Frau und ich haben vor dem Video gesessen und als beim Durchlesen der Kommentare Tränen gelacht. Ich habe mich fast eingenässt vor Lachen. Und das war einfach nur der Hammer, weil ich habe euch doch ein Video gemacht mit diesem... Ich habe einfach mein Lavalier-Mikro, was man an Descent macht, was ich schon seit über einem halben Jahr immer wieder benutze. Und da sieht man mal, wie die Leute oberflächlich sind und wie die das nicht wahrnehmen. Bitte fühlt euch jetzt nicht beleidigt oder so. Aber ich frage jetzt mal nach, haben die Leute keinen Humor mehr? Ist das komplett abhanden gekommen? Die Menschen verstehen nur noch Sarkasmus oder irgendwas mit Augenzwinkern, wenn man da 700 Smileys dran macht. Oder irgendwelche Ironie oder irgendwelchen Quatsch. Was weht das hier wieder? Ich will gerade los, denke ich kann los ohne mein Nasenmikro. Und dann weht das hier so doll und fängt an zu regnen, dass ich mal doch mein Nasenmikro hätte aufsetzen sollen. Nein! Das Nasenmikro. Oh, ein Reh war da gerade. Läuft es da? Stark. Jo, es ist bald 1. September. Das wird dann auch noch in der Kühltruhe landen. Ja, es war eine Ricke. Ja. Das Nasenmikro, der Wind und so weiter. Ich habe mich köstlichst amüsiert, denn na klar, ich hänge mir kein Mikro mit einem Nasenpuschel an die Nase. Das war ein Scherz und da haben die meisten Hams verstanden. Aber gut, die Hälfte der Kommentare war doch echt lustig, da zu sehen, dass die Leute wirklich keinerlei Humor mehr zu haben scheinen. Es fällt mir immer mehr auf, dass die Leute keinen Humor mehr haben und auch wirklich nur noch anfangen zu lachen, wenn man eine Smiley-Parade dahin pappt. Das ist bedenklich. Wieso haben die Leute keinen Humor mehr? Wieso versehen? Das ist ja augenscheinlich, dass jemand das nicht in Wirklichkeit macht. Zumal, wenn man im Video sagt, dass man ein neues Mikro hat und monatelang sieht man den Typen mit dem gleichen Mikro schon am Revers rumrennen. Das ist lustig, aber da, die Leute differenzieren scheinbar nicht mehr. Ich weiß es nicht, was das ist. Fühlt euch bitte nicht beleidigt, die jetzt in den Kommentaren, dass ich da drüber gelacht habe, aber es ist schon Situationskomik, wenn jemand beigeht und setzt sich ein Mikrofon, was fürs Revers gedacht ist, ein Lavalier-Mikro, auf die Nase und sagt, man hätte ein neues Mikrofon und das wäre jetzt ein Test, wie das so klingt. Und dann haben da ja einige wirklich, ja, der Klang wäre jetzt viel schlechter geworden und man hört die Nasengeräusche auch deutlich und so. Da waren doch einige, die das im durchaus heftigsten Ernst meinten, dass man sowas macht. Auch manche empörten sich darüber, dass man sowas machen würde. Ja, komisch. Schreibt mir in den Kommis, wie seht ihr das? Warum sind die Leute so entrückt? Es ist eine Entrücktheit, finde ich, wenn die Menschen nicht mal mehr Humor oder, ja, es ist ja keine Satire richtig, aber doch, es ist schon ein bisschen ein Spaß, ein Klamauk. Und ein Klamauk wird ja erst manchmal zum Klamauk durch die Ernstheit des Protagonisten.
indem er das einfach stramm durchzieht. Und ich hatte echt Mühe, nicht zu lachen, als ich das sagte. Das Thema war ja auch echt belanglos, was ich da verkündete. Ja, ich war gestern mit meinem Sohn bei unserem Züchter von unserem Hundebaby von Bodo. Oh, hier, guckt euch das an. Oh, so toll. Riesenteller. Jo. Ich war beim Züchter mit meinem Sohn und wir haben uns herrlich amüsiert über unseren neuen zukünftigen Mitbewohner, der prächtig gedeiht, super neugierig ist, richtiger Abenteurer, will schon draußen am Rumbutschern und überall am Rumstromern und Rumsuchen. Alles noch tapsig, alles noch bisschen ungelenk und so weiter. Aber wir haben uns köstlich amüsiert über ihn. Das war gut. Ja, wir freuen uns sehr auf unseren neuen Hund. Und wir sind auch ganz gespannt, wie das jetzt mit Schako läuft. Das ist ja nun, er ist ja immer hier im Haus, wie er jetzt den Junghund aufnimmt. Habt ihr da schon Erfahrung mit? Wie verhält sich das bei euch, als ihr euren Althund dann einen Junghund vorgesetzt habt? Wie ist der damit umgegangen? Erzählt mal, wir haben jetzt zwei Rüden dann. Wie die miteinander klarkommen, es wird wohl klappen. Der junge Hund hat ja nun auch Welpenschutz. Und das wird schon klappen, aber dann schreibt mal bitte in den Kommis. Das würde mich mal interessieren, weil diese Erfahrung habe ich ja selber nun noch nicht gemacht. Werde ich erst machen, aber mich interessiert das schon vorher, ob da, wie das bei euch abgegangen ist. Ja, ein neuer Jagdhund. Es wird gut. Freuen wir uns sehr drauf. Ansonsten, was gibt es zu berichten? In den Revieren ist bei überall, wo ich hinhöre, herzlich wenig los. Also ich sehe sehr, sehr wenig Wild. Eben jetzt mal eben eine Ricke. Aber ansonsten tut sich hier nicht viel. Und mal gucken jetzt im September, ob das ein bisschen voranschreitet, wenn die ersten Felder richtig, wenn alles ein bisschen platt ist wieder. Aber im Moment ist noch hoher Aufwuchs überall. Und mal sehen. Alter, habe ich nasse Beine. Guckt euch das mal an. Ich habe hier meine XA3 von Salomon. Die habe ich schon eine Weile. Aber ich habe klitschenasse Füße. Also da scheint sich die Gore-Tex-Membran komplett verabschiedet zu haben. Also werde ich mal sehen. Brauche mal wieder ein paar neue, so leichte, wasserdichte Schuhe. Welche benutzt ihr da? Ich hatte bis jetzt immer die Salomon, aber ich muss sagen, bei allen war nach kürzester Zeit... Schako, komm mal her! Hopp, hopp! Bei allen war nach kürzester Zeit, irgendwie waren die nicht mehr so wasserdicht, wie sie eigentlich beschrieben waren. Daher suche ich mal nach irgendwas Neuem. Ich mir mal irgendwie so Meindl-Dinger hole. Könnt ihr ja mal mir auch mal einen Tipp geben, welche gut sind, welche ihr benutzt. Ich habe einen breiten Fuß. Daher wäre es gut, wenn das nicht so schmale Damenlatschen sind. Jetzt gießt das hier in Strömen. Klassisch. Aber geil. Immer wieder gut draußen. Ich mag Regen. Ihr auch? Guckt euch mal an, die Heide blüht gerade so schön bei uns. Wahnsinn. Ja, die Heideflächen werden hier jedes Jahr von einem Schäfer, also der Schäfer nicht, aber ein Schäfer bringt hier seine Schafe her. Cool, die werden vom Schäfer abgeäst. Das ist gut. Nee, aber hier, wir haben hier ganz tolle Heideflächen in diesem Revier hier. Und das ist auch ein Naturschutzgebiet. Und dementsprechend laufen hier auch sehr viele Menschen rum. Hier ist wenig los im Revier. Corona hat hier der Sache einen Rest gegeben, weil förmlich Heerscharen von Menschen waren hier unterwegs und haben hier
Spaziergänge, querfeldein im Naturschutzgebiet. Also da war alles drin und man konnte gar nicht genug aufpassen oder beziehungsweise mal hingehen und die Leute aufklären, was sie da eigentlich machen, dass sie nicht in die Reviere, in ein Naturschutzgebiet rein dürfen, die Wege nicht verlassen dürfen. Das ist vielen gar nicht bewusst, dass sie damit eine heftige Strafe bekommen könnten, die richtig empfindlich ist. Ich habe schon gehört, irgendwie 400, 800 Euro wird in der Lüneburger Heide dafür verlangt, für einmal in die Heide latschen. Also abseits, wegtreten vom Weg in ein Naturschutzgebiet. Ja, bei uns ist dadurch die letzte Zeit wirklich kaum noch Wild am Tag zu beobachten, nur noch nachts oder nur in ganz dichten Einständen was zu finden. Und das ist echt schade. Naja, guck mal hier. Und hier die Heideflächen. Ist das traumhaft schön? Ist das einfach traumhaft schön? Jo, hier an der Heideflächen, an der Heidehauptfläche, hier ist auch noch ein Geocache, der ist auch sehr stark frequentiert. Ist ja auch okay, wenn die Leute hier am Weg einen kleinen Geocache haben, aber der zieht eben noch mehr Leute hierher. Das ist eben diese ganze Sache. Das einen freut, ist das anderen leid. Und so wird das immer mehr mit der, dass die Leute einfach im Feld sind. Hier hinter am Baum ist ein Geocache in einem Nistkasten. Jo. Ansonsten ist hier die Heidefläche. Die Schwalben fliegen gerade ganz tief und holen sich die Insekten. Toll, tolles Bild. Überhaupt so ein geiles Licht hier. Jo, ich gehe jetzt mit Schako zurück zum Auto. Ja, schreibt mal was rein. Junghund, wäre ich sehr dankbar, wenn da irgendwelche Erfahrungswerte rauskommen. Junghund mit Althund zusammenbringen. Man wird es einfach tun. Aber wie, einfach nur mal so vorweg, wie hat euer Althund darauf reagiert? Das würde mich sehr interessieren. Und ja, Humorlosigkeit. Ich bin jemand, der nur Klamauk macht und eigentlich immer am Lachen ist und immer Spaß hat. Weil für mich ist das Lebensfreude, einfach auch lachen, über sich selbst lachen, irgendwelche Jokes machen. Das ist elementar im Leben und ich entdecke immer mehr, dass die Leute komplett humorlos heutzutage geworden sind. Schreibt da mal bitte was zu in den Kommis. Würde mich auch sehr, sehr interessieren. Bis denn, wir hören uns und sehen uns. Vielen Dank. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.